Nichts, nichts, nichts. Ups. Was haben wir denn da? Du hast einen Himmelsfalter gefangen, ein weit verbreitetes Insekt. Manchmal hält es auch an seltsamen Orten auf. Damit haben wir das zweite Insekt. Und der andere ist auch behauen. Nichts. Gar nichts. Geld. Ich brauche Geld. Huch. Du hast einen Wolkenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenhort. Achtung, kneift gern mit den Zangen. Das ist schon... eigentlich schon bedenklich, ne? Das sind einfach bloß irgendwelche Insekten, wo davor gesetzt wird Wolke oder Himmel. Damit man halt eben die davon unterscheiden kann, dass halt eben hier oben sind. Hallo, jemand da? Hier ist doch niemand. Hier ist niemand. Was haben wir denn im Schrank? Ich darf nicht stöbern, okay. Sorry. Das hätte doch keiner gesehen. Pam 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 pam. Achso, das klappert, das ist Terry. Stimmt ja. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Hi! Hey, Link! Warst du was in Terrys Laden? Pato, du war Angeber. Ja, hier, ne? Ich hab das Insektennetz. Guck mal, ich hab ein Insektennetz. Ich hab ein Insektennetz. Du doofer Angeber. Oh! Kommt man da endlich rüber? Die Drahtschwerber sind weg. Man kommt ja nicht rüber. Wie sah denn die Brücke gerade aus? Ah, da steht, da liegen Teppiche drauf, okay. Hi. Hi. Oh, du bist doch der Junge, der bei der Vorgrad-Zeremonie gewonnen hat. Diese Ritterkluft steht ja wirklich auch hervorragend. Wenn du so weitermachst, bist du bald ein vollwertiger Ritter. Ja, bestimmt. So, da geht's wieder zurück zum Erdland. Ich finde immer noch zwei Rubine für ein Schild. Was haben wir denn hier drin? Oh Gottes Willen, wie sieht denn das hier aus? Hast du hier Sand reingetragen? Oh Link, du siehst richtig müde aus, aber ich verstehe das nur so gut. Mir geht es auch immer so. Du bist uns jederzeit willkommen, falls du etwas ausruhen möchtest. Hallo Link, hereinspaziert. Ist Kuku auch schön fleißig in der Schule? Du bist Kukus Mutter. Boah. Ist das Staub? Sind das Spinnenweben? Kuku, du tust mir leid. Wow. Wow. Ernsthaft. Was haben wir hier? Oh, guck mal, ein staubfreies Haus. Aber auch einwohnerfrei. Alle Fälle mit Kleinkind.
Yay! Da ist nix. Hallo? Kamera? Okay, wo geht's denn sonst noch so weiter? Mal ein bisschen umgucken hier. Ah. Wessen Haus ist das denn? Oh, irgendwie ist gerade keiner zu Hause. Das heißt, im Prinzip kann ich alle bloß nachts antreffen, oder was? Ah, Steinschuss wäre hier so ein Artefakt der Göttin. Oh, was ist es? Es sieht so viel am Platz aus. Oh, der Friedhof. Die Grabsteine sehen so aus, als könnte man die alle verschieben. Oh nein. Oh Gott, was haben wir denn da? Nichts. 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 Doch, ein Rubin. Na komm. Was ist das da? Ist das eine Tür? Ich dachte, da eine Tür, die ich da sehe. So, alle verschoben, nichts passiert. Okay. Bist du... Nee, du bist scheinbar keine Tür. Weil passiert nichts. Okay. Na gut, dann sprinten wir jetzt mal zurück ins Wolkenmeer. Weil wir haben ja auch immer noch die eine Kiste. Habe ich eigentlich markiert? Moment, habe ich die markiert? Nö, habe ich nicht. Ach da. Ist das die kleine Windinsel davor, die ich da sehe? Oder ist es noch weiter weg? Ich würde mal sagen, das ist die kleine Windinsel hier. Paff! Entschuldigung. So, was haben wir denn da? Hallo, Kiste öffnen. Dankeschön. Oh, ein weiteres Herzteil. Sehr gut, sehr gut. Das heißt... Nein, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Zurück zur Kürbisinsel. Nein! Ernsthaft. Wow. Riesige Octoworks auf Felsen. Was sind... Einfach mal so ein Wirbelwind über den Wolken. So, ich habe deine Suppe abgeliefert. Hey, der Kronleuchter ist wieder oben.
Oder nee, warte. Oh, der ist einfach bloß weg. Sie haben aufgeräumt. Hallo. Ist dies wirklich der richtige Tag, um uns eine Pause zu gönnen? Hast du schon etwas zu erledigen? Ja, ich bin doch schon fertig. Ausgezeichnet. Du hast dem Schwert meine Suppe gebracht. Habe ich eigentlich gerade durch Sitzen Lebenspunkte regeneriert? Nun, dann lass mich das kurz mit deinen Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Aber schuldenfrei bist du immer noch nicht. Ich finde schon eine neue Aufgabe für dich. Schau später wieder bei mir vorbei. Vielleicht ist mir bis dahin etwas eingefallen. Was ist denn nun schon wieder? Ich suche immer noch eine passende Aufgabe für dich. Irgendwie musst du mich ja für diesen tragischen Verlust entschädigen, nicht wahr, mein Freund? Wie wäre es, wenn du erst von meiner Kürbisse bekaufst, so der Bart zu etwas Gewinn verhilfst? Ist eine gute Idee. Dass ein Knopf wieder auf eine Suppe steht. Ich hab das Schild nicht gekauft. Was man nicht im Kopf hat, ne? Hat man in der Vogelflügel. Ich hab das Schild nicht gekauft. Genug Geld eingesammelt und dann das Schild nicht geholt. Vogel, zu mir! Wo war es wieder, der Wolkenhort? Da. Schneller! Geh ich den Boost nochmal? Na komm, Boost! Daneben! Nein! Aua! Okay, krieg ich keinen Boost. Ich hab mich ganz getroffen. Was ist eigentlich für eine riesige Wolkenformation da hinten? Fällt mal gerade so auf. So. Schild. Der Grund, weswegen ich eigentlich wieder so gekommen bin. Ich wollte eigentlich ein Schild kaufen. Was mache ich? Alles Mögliche, nur nicht ein Schild kaufen. Ihr interessiert euch für ein Holzschild? Hast du eine Wahl? Ja, ich hätte ihn gerne. Dürftest du dann jetzt bitte kaufen? Du hast mir das alles schon mal erzählt. Her damit. Du hast den Holzschild erhalten. Er ist leicht zu handhaben, hält aber nicht wie außen, brennt leicht. Ah, vielen Dank, werter Herr. Es ist mir eine Freude, Geschäfte machen zu dürfen. Werter Herr, sollte eure Schildanzeige zu schnell siegen, bringt eure Schätze in die Werkstatt. Mit gefundenen Schätzen könnt ihr euren Schild oder andere Items verstärken oder ein Vielfaches wirksamer machen. Okay, Werkstatt. Hallo. Oh ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also, wo soll ich die Schrauben ansetzen? Items verbessern. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Mal gucken. Ich habe keinen Glibber. Ich habe keinen Glibber und keinen Finsterhalbmond. Ich habe nichts davon. Das kostet übrigens auch 100. 30. Könnte ich mir auch nicht leisten. Ich habe sowieso keinen Glibber. Wieso habe ich keinen Glibber? Wieso habe ich keinen Glibber? Hatte ich nicht Glibber gesammelt? Ach, warum denn das? Sei kein Spielverderber. Aber da, was soll's. Komm wieder, wenn du es dir alles überlegt hast. Okay. Oh, was hat er denn? Ah, ihr kommt gerade richtig weiter her. Ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Ihr könnt eine kleine Dekotasche erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten. Ihr interessiert euch also für eine kleine Dekotasche? Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 10 Dekokerne mehr tragen. Ui, was? Das macht 100 Rubine. Danke. Wow. Ich glaube, ich würde den Laden sofort verlassen, wenn der Ladenbesitzer sofort so reagiert.
Dieses Zeitverschwendung, Dankeschön. Okay. Zurück ins Erdland. Zurück ins Erdland. Wo ist Erdland? Da ist Erdland. Kriege ich denn noch schneller dadurch? Nein, nicht wirklich. Er bremst sogar kurz ab. Okay, ist er schon von alleine abgesprungen? Okay, okay, okay. Na dann. Oh, was denn? Gebiet, ich habe etwas zu berichten. Ich habe alle Staaten aus meinem Speicher auf deine Karte markiert. Du kannst jederzeit, du kannst zu jeder von ihnen reisen. Führe Hör zu der Stadt, zu der ich dich bringen soll und drücke A. Da ist der Siegelhain. Da ist der Tempel im Wald. Da haben wir aufgehört. Zu dieser Vogelstatue reisen? Ja. Da haben wir abgebrochen, damit wir das Schild holen können. Und jetzt gehen wir in den Tempel. Zeit wird's ja auch. Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Toll. Wir gehen in den Tempel. Komme ich irgendwo hoch? Runter, links, rechts, geradeaus. Ich muss da irgendwo einen Öffnungsmechanismus geben. Oder würde das hier schon ausreichen? Nee, das reicht nicht. Okay. So, das ist die große Frage. Was mache ich jetzt? Ja. Wow. Ja, ich muss da rein, okay, aber wie komme ich da rein? Oh, Moment. Da war doch gerade was. Aha. Da öffnet sich die Tür. Das sieht nicht einladend aus. Also nichts wie los. Hui. Leuchtepilze. Tempel des Himmelsblicks. Gebieter, ich nehme in diesem Tempel die Augen vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich sehr das Aura nicht isolieren. Somit ist die Aurasuche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um einen Überblick zu verschaffen. Hat sie einfach mal die Aurasuche abgeschaltet. Wow, einfach gegen die Wand gepfeffert. Okay. Na komm, mach kaputt. Schön. Was haben wir da? Nichts. Nee, was ist, wo wir gerade durchkommen würden?
Na komm, mach's kaputt. Natürlich. Wofür überhaupt dann aufschneiden, wenn ich sowieso mal hier dran hängen bleibe? Ah, Mist. Wow. Okay.